Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mit dem Wochenspruch für die kommende Woche möchte ich euch zu diesem Gottesdienst herzlich willkommen heißen. Herzlich willkommen hier in der Kirche der evangelischen Tochtergemeinde Windisch-Garsten. Ich grüße die Gemeindeglieder und insbesondere auch alle, die wie unsere Gemeindeglieder gemeinsam vor den Schirmen sitzen und so an diesem Gottesdienst teilnehmen. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir stimmen uns ein auf den heutigen Gottesdienst mit dem Lied »Herr, ich suche deine Ruhe«. Auf mit allem, was ich tue, und tu das eine, das im Leben zählt. Ich geh im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe. Lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer. Meine Seele in mir hat Friede mit dir. Zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werde so still wie ein grad gestilltes Kind. Denn du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat verweht nicht. Wir wollen beten. Herr, du hast uns heute wieder zu dir eingeladen. Wir freuen uns, dir nahe sein zu können und wissen doch, dass in der letzten Woche wieder Dinge geschehen sind, die dir keine Ehre machen. Herr, wir haben durch manches Denken, Reden und Tun
nicht dem entsprochen, was vor dir gut und gerecht ist. Diese Dinge stehen zwischen uns als Menschen, aber auch zwischen dir und uns. Herr, diese Verfehlungen sind dir bekannt und du wendest dich trotzdem nicht von uns ab, sondern willst uns von unserer Schuld befreien, wenn wir sie vor dir bekennen. Dies wollen wir nun in der Stille tun. So spricht Gott der Herr: Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Es folgt nun das Lied: Du bleibst an meiner Seite. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht im Brief an die Kolosser im Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Seht zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und Lehren Trug, die der Überlieferung der Menschen und den Elementen der Welt folgen und nicht Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Wir bekennen unseren Glauben und sprechen miteinander. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Deine Liebe trägt mich. Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im zweiten Brief an die Thessalonicher im Kapitel 2, die Verse 13 bis 17. Für euch aber, vom Herrn geliebte Brüder und Schwestern, können wir Gott immer nur danken. Er hat euch von Anfang an dazu bestimmt, gerettet zu werden. Und das werdet ihr, weil sein Geist euch hilft, ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen und weil ihr an die Wahrheit glaubt. Dazu seid ihr von Gott berufen durch die rettende Botschaft, die wir euch gebracht haben. Ihr sollt an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilhaben. Bleibt also standhaft, liebe Brüder und Schwestern. Haltet euch an die Überlieferungen, die wir euch mündlich und schriftlich gelehrt haben. Unser Herr Jesus Christus aber und Gott, unser Vater, der uns seine Liebe geschenkt und in seiner Barmherzigkeit einen unvergänglichen Trost und eine verlässliche Hoffnung gegeben hat, er ermutige euch und gebe euch Kraft, Gutes zu tun in Wort und Tat. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Unser Leben hat sich in den letzten 12 Monaten dramatisch geändert. Nicht nur einmal. Immer wieder wurden wir aufgefordert, Änderungen vorzunehmen in der Art, wie wir uns begegnen. Distanz wurde von uns verlangt.
Vom gewohnten Handschlag und der Umarmung von Menschen war Abstand zu nehmen. Das Tragen von Masken wurde eingefordert und wir lernten den Babyelefanten kennen, der nun schon eine Größe von 2 Meter hat. Geändert hat sich auch das Gemeindeleben und die Form unserer Gottesdienste. Jugend- und Hauskreise können nicht mehr stattfinden und die Sitzungen in den Gremien finden per Skype oder Zoom statt. In den Gottesdiensten selbst konnten wir anfangs nur mehr einen Teil der bisherigen Gottesdienstbesucher begrüßen oder, wie es jetzt der Fall ist, findet sich die Gottesdienstgemeinde zu Hause vor dem Fernseher oder dem Computer ein. Der Wunsch nach persönlicher Begegnung, nach Nähe und Anteilnahme wird in mir immer größer. Die Sehnsucht nach einem Gottesdienst mit gemeinsamem Gesang ohne Masken wächst ständig. Ich glaube, es geht euch, die ihr jetzt zu Hause vor den Schirmen sitzt, nicht anders. Das Ganze macht etwas mit uns, mit unserer Gemeinschaft, mit unserer Gemeinde. Dazu kommen ständig neue Informationen über den Covid-19-Virus, seine Verbreitung, seine Mutationen, seine Infektiosität, über die Auswirkung auf die Wirtschaft und die Beschäftigungsverhältnisse, über Erfolge in der Entwicklung von Impfsehern, die vermutliche Verfügbarkeit derselben, die dann doch wieder nicht zutrifft. Auf so manche Hoffnung folgt einmal ein Rückschlag. Experten haben Hochkonjunktur. Das Problem ist nur, dass sie auch oft verschiedene Standpunkte vertreten. Das latente Gefühl der Unsicherheit angesichts der Pandemie, die steigende Frustration über die Corona-Restriktionen, die Ungewissheit der Zukunftsperspektiven können Menschen verunsichern und anfällig machen für so manche Verschwörungstheorie. Sogenannte Querdenker erzählen uns, dass beim Covid-Test ein Mikrochip implantiert wird, mit dem das Verhalten der Menschen beeinflusst wird. Zu meiner Verwunderung musste ich feststellen, dass viele auch noch so sonderbare Geschichten von Menschen für wahr gehalten werden. Das Internet und die sozialen Medien gehen davon über. Wind von vorne, Wind von hinten, Wind von links und von rechts, wechselnde Verhältnisse, die es schwierig machen, den Kurs zu halten. Kurs zu halten ist mehr als schwierig, wenn das Ziel nicht mehr klar ist, weil die Wellen vor dem Bug meines Lebensschiffes mir zu viel Aufmerksamkeit abverlangen. Kurs zu halten ist schwierig, wenn das Boot abdriftet, das heißt vom Wind von der eingeschlagenen Richtung abgedrängt wird. Bei starkem Wind geschieht dies meist offensichtlich, bei schwächerem Wind manchmal unbemerkt. Wie geht es mir? Wie ist es mir in den vergangenen Wochen und Monaten mit den verschiedenen Winden ergangen? Wie geht es unserer Gemeinde? Wie ist es unserer Gemeinde in den vergangenen Zeiten ergangen? Wo ist unser Ziel? Wo ist unser Heimathafen, den wir ansteuern wollen? Wie beeinflussen diese Ereignisse der letzten Wochen und Monate meinen Kurs, unseren Kurs? Wenn ich jetzt beim Bild des Segelbootes bleiben darf, möchte ich eine Frage stellen. Was ist der wichtigste Teil des Segelbootes? Was ist der wichtigste Teil des Segelbootes? Leider habe ich jetzt keine Möglichkeit, Ihre Antworten zu hören. Vielleicht haben Sie bei dieser Frage an die Segel gedacht oder an den Masten, der die Segel hält, vielleicht an das Ruder.
Zugegeben, das sind alles essentielle Bestandteile des Bootes. Der wichtigste Teil des Bootes ist aber der Kiel. Der Kiel oder das Schwert bei einer Jolle. Ich möchte hier an dieser Stelle ein Erlebnis erzählen, das ich vor vielen Jahren hatte. Mitte der 1980er Jahre, das ist zugegebenermaßen schon ein Zeitl her, erfasste eine neue Trendsportart unsere Welt: Windsurfen. Auf den Seen waren große Mengen von bunten, dreieckigen Segeln zu sehen, die von Menschen, die auf Surfbrettern standen, in den Wind gehalten wurden. Ich war einer davon. Ich hatte mir ein Surfboard zugelegt und war nach einigem Üben in der Lage, mich auf dem Wasser damit fortzubewegen. An dem Tag, an den ich jetzt denke, war ich mit meiner Frau Isi am Attersee. Der Wind war gut zum Surfen. Es wehte der bekannte Rosenwind, der von Norden nach Süden bläst, und er überforderte meine Fähigkeiten beim Surfen noch nicht. Nach circa 20 Minuten stellte ich fest, dass ich nicht mehr auf Höhe meines Liegeplatzes am Ufer war, sondern viel südlicher davon. Das war grundsätzlich kein Problem. Ich musste nur meine Segelstellung ändern und mit dem Kurs am Wind wieder Richtung Norden zu segeln. Aber an diesem Tag gelang es nicht. Trotz aller Anstrengungen und Mühe, trotz richtiger Segelstellung, kam ich meinem Liegeplatz nicht näher. Ich machte mich schon mit dem Gedanken vertraut, mit dem Surfer zum Ufer zu fahren, ihn an Land zu hieven und das Brett mit dem Segel am Land Richtung Liegeplatz zu tragen. Können Sie sich diese Blamage vorstellen? Ich bemerkte dann meine Frau, die am Ufer zu mir entlang gelaufen kam. Sie winkte und rief mir etwas zu. Nach einiger Zeit verstand ich sie. Sie rief mir zu, ich hätte das Schwert des Surfbretts nicht ausgefahren. Diese Information hätte sie aus einem Gespräch mit anderen Surfern bekommen, die neben ihr an Land standen und mein Bemühen sahen, nach Norden zu kommen. Das Schwert hat bei Surfern und bei Jollen, das sind Boote ohne Kiel, dieselbe Funktion wie der Kiel bei Kielbooten. Der Kiel oder das Schwert verhindert und verringert die Abdrift. Ich sah runter zu meinen Füßen und stellte fest, dass das Schwert tatsächlich noch eingeklappt war, sich noch im Rumpf des Brettes befand. Mit einer Fußbewegung klappte ich das Schwert aus dem Rumpf und konnte so mit einem Anwindkurs wieder Höhe gewinnen und zum Liegeplatz zurückkehren, ohne den Surfer über Land dorthin tragen zu müssen. Der Kiel ist der Tiefgang des Bootes. Der Tiefgang verhindert die Abdrift. Er ermöglicht den Kurs am Wind. Der Tiefgang wirkt dem Wind entgegen und ermöglicht das Erreichen von Zielen, die nicht in Windrichtung gelegen sind. Im Gegensatz dazu wird die Luftmatratze, die keinen Kiel und kein Schwert hat, vom Wind in die Richtung geschoben, in die der Wind weht. Es stellen sich nun zwei Fragen. Gibt es ein Ziel für mein Leben, einen Hafen, um den zu erreichen, ich den Kurs abstecken muss? Hat mein Lebensschiff Tiefgang, der meinem Leben Stabilität verleiht, oder werde ich vom Wind des Zeitgeistes immer wieder von meinem Kurs abgetrieben? Wie erlange ich
Tiefgang, Stabilität in meinem Leben? Die Antwort auf diese Frage nach dem Ziel finden wir im heutigen Predigttext im Vers 14. Dazu seid ihr von Gott berufen durch die rettende Botschaft, die wir euch gebracht haben. Ihr sollt an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilhaben. Teilhabe an der Herrlichkeit Jesu Christi. Hier und jetzt und in Ewigkeit. Jesus Christus sprach kurz bevor er nach der Auferstehung zum Vater in den Himmel auffuhr, dass es für seinen Nachfolger einen Platz im Himmel gibt. Im 14. Kapitel des Johannesevangeliums hören wir ihn sagen, dass es im Hause seines Vaters viele Wohnungen gibt und er sich aufmacht, sie für seine Nachfolger vorzubereiten. Wohnen mit Jesus, eine Ewigkeit lang. Und für das Heute, für das Hier und jetzt hat er uns versprochen, bei uns zu sein. Er hat versprochen, bei uns zu sein, jeden Tag. Der Heilige Geist, der Tröster, wird Wohnung in den Menschen nehmen, die ihn dazu einladen. Das ist das Ziel, das Jesus für unser Leben hat, für mein Leben, für dein Leben. In der Schöpfungsgeschichte wird beschrieben, wie Gott den Menschen machte. Nachdem er ihn aus Materie gemacht hatte, gab er ihm seinen Odem, seinen Geist. Erst mit seinem Geist wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, eine lebendige Ganzheit, das Gottes Wesen auf dieser Welt widerspiegeln soll und ein Gegenüber Gottes sein soll. Das gilt auch für das Hier und Jetzt. Das gilt für einen jeden von uns. Jesus spricht in seinem Wort zu uns: Merkst du es denn nicht? Noch stehe ich vor deiner Türe und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm haben. Offenbarung, Kapitel 3, Vers 20. Und wie sieht es mit dem Tiefgang aus? Die Bibel spricht hier von Gegründetsein, vom Verwurzeltsein. Wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben, und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht, aber hinter ihren Gedanken stehen dunkle Mächte und nicht Christus. Wie erlangt man dieses feste Fundament? Wie komme ich zu diesem Verwurzeltsein in Christus? Lasst uns ihm zuhören. Lasst uns mit ihm reden. Wenn ihr ihm schon die Tür aufgemacht habt, ist Christus da. Er ist da und hat Zeit für uns. Er will Gemeinschaft haben mit uns, will er unserem Leben teilhaben. Hören wir ihm zu. Das geschieht durch das Lesen in seinem Wort. Reden wir mit ihm. Die Bibel nennt das Beten. Reden wir mit ihm über uns und unser Leben. Er ist da nicht nur in den Minuten der stillen Zeit. Er ist da, wenn wir zu Hause sind. Er ist da bei der Arbeit. Er ist da beim Autofahren. Er ist da im Urlaub. Nur einen Gedanken weit weg von mir. Wie leicht fällt es uns, uns mitzuteilen, wenn ein guter Freund, ein vertrauter Mensch in meiner Nähe ist. Bei Jesus ist es nicht anders.
Wir brauchen ihm nichts vormachen. Er kennt uns besser als jeder andere, vielleicht sogar besser wie wir uns selbst. Und stellt euch vor, obwohl er uns durch und durch kennt, will er trotzdem Gemeinschaft mit uns haben. Will er dich und mich an seiner Seite haben. Ihn lerne ich kennen, wenn ich die Berichte der Menschen über Jesus lese, die ihn auf dieser Welt als Mensch und Auferstandenen erlebt haben. Er lebt in den verschiedensten Situationen und wie sie erzählen, was das mit ihnen gemacht hat. Ich lerne ihn kennen im Umgang mit anderen Menschen, die Jesus schon in ihr Leben eingeladen haben und von ihm erzählen. Ich lerne ihn kennen in der Gemeinde, wo wir ihn gemeinsam feiern können und auch hier von ihm hören. Vertrauen wächst aus Gemeinschaft. Das haben wir selbst in unserem Leben erfahren. Aus Gemeinschaft wächst die Erfahrung, dass ich mich auf den anderen verlassen kann. Aus der Gemeinschaft mit Jesus wächst dieses Verwurzeltsein in ihm, dieses Fundament, das mein Leben braucht. Und denjenigen, die jetzt das Klopfen Jesu an der Tür ihres Lebens hören, vielleicht auch schon längere Zeit, möchte ich Mut machen, die Tür zu öffnen und zu ihm zu sagen, tritt ein, sei willkommen, ich freue mich auf ein Leben mit dir. Amen. Thank you.
Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, von Herzen sagen wir dir Dank für diese Liebe, für diese Treue, für diese Zuwendung, die du uns gibst. Herr, wir wünschen uns so sehr, dass wir fest werden in diesem Kurs zu dir, dass unser Lebensziel die Gemeinschaft mit dir ist. Stärke du uns, führe und leite uns du durch deinen Heiligen Geist. Herr, wir legen dir auch unsere Welt hin, die geprägt ist von Unruhen und Kriegen, von dieser Pandemie. Herr, wir wissen nicht, wie wir mit diesen Dingen ohne dich umgehen können. Wir sehen auch Christen, die verfolgt werden in dieser Welt um deinen Namen willen. Herr, sei du bei ihnen, gib du ihnen Mut und Kraft. Lass sie ausharren in dem Glauben an dich. Wir bitten dich für alle, die deinen Namen in dieser Welt verkündigen. Herr, und wir brauchen deine Weisheit für unser Leben, für unsere Gemeinschaft, für unser Leben in diesem Staat. Segne du die Verantwortlichen. Schenk du Weisheit in ihren Entscheidungen. Ganz besonders bitten wir dich auch für die Kranken und für die Einsamen. Herr, und alles, was uns sonst noch bewegt, legen wir in das Gebet hinein, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir hören jetzt das Lied "Im Herzen ein Lied". Singe ich von dir, denn du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir, denn du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht verstehst du immer bei. Im Herzen ein Lied tief in mir, ein Lied singe ich von dir, denn du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir. Denn du schenkst die Freiheit, die mich wieder tanzen lässt. Nur dein Geist macht mich wirklich frei. Du Schöpfer stehst mir immer bei. Hör, deine Liebe macht mich frei. Denn sie hört niemals auf, wer ist dir gleich? Von Herzen sing ich dir Lob deinen. Ein Lied singe ich von dir, denn
Freiheit, dem ich wieder tanzen lässt. Und auch wenn es Nacht wird, sing ich her zu dir, denn du bist so gut zu mir. Und du schenkst die Freiheit, dem ich wieder tanzen lässt. Herzliche Einladung für den nächsten Sonntag. Auch an dem nächsten Sonntag wird der Gottesdienst in unserer Gemeinde wieder über Livestream übertragen. Liebe Mitfeiernde an den Bildschirmen, wenn Sie unsere Gemeinde finanziell unterstützen möchten, so finden Sie die Infos dafür auf unserer Homepage www.efang-windischgarsten.at. Herzlichen Dank für Ihre Gaben. Danke möchte ich auch sagen an unsere Mitwirkenden hier vor Ort, an das Musikteam und an die Techniker. Ohne diese Mitarbeiter würden Sie uns nicht sehen, nicht hören. Ich möchte Ihnen sagen, ich bin auf unsere junge Truppe sehr stolz und ich bewundere Ihren Einsatz über viele Monate schon. Ein herzlicher, herzlicher Dank an alle. Und der Friede Gottes, der höher ist, dass alle Vernunft bewahre, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und zum Abschluss möchte ich uns unter den Segen stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag aus Windischgarsten. Geh in seinem Namen an den Ort, an den Ort.
stellen. Nichts und niemals kann uns trennen von der Liebe, die uns hält. Ob wir sitzen oder stehen, ob wir liegen oder gehen, er ist bei uns alle Tage bis ans Ende der Welt.